Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Reinhard Becker, der ARD-Chefredakteur, kommentierte am 6. Mai in den Tagesthemen, ich zitiere, all diesen Spinnern und Corona-Kritikern sei gesagt, es wird keine Normalität wie vorher mehr geben. Madonna, Robert De Niro und 200 andere Künstler und Wissenschaftler fordern zu Recht, nach der Corona-Krise Lebensstil, Konsumverhalten und Wirtschaft grundlegend zu ändern. Zitat Ende. Und da möchte man doch sagen, dann fang doch mal bei dir selbst an. Immerhin verdient dieser durch hochwertigen Journalismus bisher nicht aufgefallene Herr rund 200.000 Euro im Jahr. Damit ist er freilich nicht alleine. Spitzenverdiener im öffentlich-rechtlichen Riesenapparat ist etwa WDR-Intendant Tom Buro mit 400.000 Euro im Jahr. Aber stattliche Gehälter ziehen sich durch alle Tarifgruppen bei ARD und ZDF. Selbst manche Sekretärin bringt es dort auf rund 6.000 Euro brutto, neben allerlei anderen netten Vergünstigungen von Urlaubsgeld bis zur Pensionskasse. Immer wieder haben Rechnungshöfe oder auch die KEK diese Missstände kritisiert, aber es geschieht nichts. Man wuchert einfach weiter vor sich hin. Vielleicht sind es scheinheilige Pharisäer wie dieser Herr Becker, vielleicht aber auch Gehälter, die im normalen Leben in der freien Wirtschaft für die allermeisten Menschen unerreichbar bleiben, die dazu führen, dass gerade einmal 8% der Bürger den Rundfunkbeitrag in seiner gegenwärtigen Höhe akzeptabel finden. Nun soll aber der Beitrag, wie es die Ministerpräsidenten ironischerweise mitten in der Corona-Krise beschlossen haben, weiter steigen. Während also die Bürger sich mit Kurzarbeitergeld und Soforthilfe über Wasser halten sollen, feiert man bei ARD und ZDF quasi eine einzige große Corona-Party auf Kosten genau dieser Bürger. Inzwischen ist das sogar Teilen der Union peinlich, und das will was heißen. In Sachsen-Anhalt hat sich die Landtagsfraktion unserer Forderung nach einer Aussetzung der Erhöhung angeschlossen. Auch aus Thüringen und Sachsen gibt es ähnliche Stimmen. Der medienpolitische Sprecher der FDP im Bundestag erklärte, die Erhöhung sei, Zitat, nicht im Sinne der Gebührenzahler und kontraproduktiv. Und auch das hat bei der FDP eine gewisse Tradition. Noch 2016, also kurz vor der Regierungsübernahme hier in NRW, forderte diese FDP-Fraktion hier im Landtag von der Landesregierung eine Senkung des Rundfunkbeitrags. Wörtlich hieß es, Zitat, die FDP-Fraktion wird weiterhin für eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und sinkende Beiträge einsetzen. Medienpolitischer Sprecher war damals übrigens auch schon der Kollege Nückel, der uns jetzt vermutlich gleich wortreich erklären wird, warum die FDP dieses Versprechen wieder mal gegen ein paar Dienstwagen eingetauscht hat. Ja, meine Damen und Herren von CDU und FDP, es liegt in Ihrer Hand, diese Gebührenerhöhung jetzt zur Unzeit zu stoppen. Gehen Sie mal in sich, versuchen Sie den Mut Ihrer Kollegen in Mitteldeutschland oder den Mut aus Ihrer eigenen Oppositionszeit wiederzufinden und machen Sie sich nicht zum Wurmfortsatz der politischen Linken in Deutschland. Denn die zeigt in dieser Frage mal wieder ganz ihre Verkommenheit. Millionen von Menschen sind, wie gesagt, in Kurzarbeit, arbeitslos und wissen nicht, wie sie über die Runden kommen sollen. Und was macht Verdi, die Gewerkschaft? Sie verteidigt mit Nachdruck die Gebührenerhöhung. Gleiches macht die SPD. Ja, solche Gewerkschaftsfunktionäre und Sozialdemokraten, denen Tom Buro mit, wie gesagt, 400.000 Euro im Brutto im Jahr und andere Spitzenverdiener beim Rundfunk wichtiger sind als einfache Arbeitnehmer und Arbeiter, die das dann am Ende bezahlen müssen, brauchen sich nicht zu wundern, wenn ihnen die Mitglieder und die Wähler in Scharen davonlaufen. Aber gut, hier in diesem Haus erwarte ich da nichts mehr. Sie mögen halt Ihren Staatsfunk, Ihren WDR und Ihre Hofberichter, koste es die Bürger, was es wollen. Ihren Parteifreunden in Sachsen-Anhalt und anderswo kann man nur zurufen, macht weiter so, macht da nicht mit, damit nicht nur die Bürger, sondern auch der Staatsfunk am Ende eine Vermögensabgabe bezahlen muss. Vielen Dank.